Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lahn, euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount bzw. Achievement Guide präsentieren. Und zwar gibt es hier mit Patch 10.1.6 ein neues Mount, was wir über ein Achievement kriegen. Und zwar ist es hier dieser Vogel. Der schimpft sich einmal überlassener Ohuna-Aufklärer. Und den kriegen wir über ein Erkundungs-Achievement. Das finden wir einmal unter Erkunden und an Dracheninseln. Und hier haben wir das Achievement Weckt mich. Und dafür müssen wir alles Mögliche hier in dem ersten Gebiet machen, beziehungsweise bei der Fraktion hier im ersten Gebiet. Und zwar befinden wir uns einmal in der Küste des Erwachens. Und dort haben wir die Fraktion Drachenschuppen-Expedition. Und insgesamt sind das, 8 Achievements, die wir angehen müssen, um dementsprechend das Mount zu kriegen. Die ganzen Achievements gab es alle schon vorher. Was neu ist, ist einfach die Mount-Belohnung. Wahrscheinlich haben einige von euch das Mount jetzt einfach direkt bekommen. Am Anfang vom Patch 10.1.7 war es leider noch verbuggt. Ja? Da hat man quasi das Achievement gehabt, aber das Mount nicht. Mittlerweile hat Blizzard das Ganze gefixt. Dieses Achievement ist unter anderem aber auch nötig für ein Meta-Achievement, und zwar eine erweckte Welt. Und da ist es quasi hier auch drin für über die Inseln. Hierfür habe ich aber auch schon mal ein eigenes Video gebastelt. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die ganzen Folge mal an und gucken, was ihr dafür tun müsst. Kleine Randinformation, ich habe zu den ganzen Achievements auch schon eigene Videos gemacht. Deswegen machen wir hier nur einen Überblick und gehen nicht im Detail ein. Ich werde euch aber dann die Playlist quasi verlinken und da könnt ihr dann, wenn ihr noch Fragen habt, im Detail reingucken. Das erste Achievement, was wir hier haben, ist einmal ein legendäres Album. Und dafür müssen wir ein paar legendäre Charaktere fotografieren während der Katalogisierungsfahrt. Und hier ist es so, dass wir erstmal was freischalten müssen. Und zwar hier im Drachenschuppen-Basislager haben wir einen Händler. Und der hat verschiedene Sachen, die wir freischalten müssen. Und zwar brauchen wir ja Katalogisierungsausrüstung. Hier gibt es dann auch die Kletterausrüstung bzw. noch viele andere Skillsachen. Das sind für so Special Features. Und dieses brauchen wir dementsprechend für diese Fahrten. Und die Fahrten an sich sind dann immer über World Quests. Ne? Hier seht ihr Katalogisierungsfahrten. Ihr braucht in jedem Gebiet verschiedenste Fahrten. Aber wie gesagt, da habe ich auch schon ein Video zu den legendären Charakteren gemacht. Dann haben wir als nächstes Bergführer. Dafür müssen wir 10 Kletterwände abschließen und auch dafür müssen wir hier quasi was skillen bei dem Typen. Und dann sind es ebenfalls wieder World Quests und da müsst ihr dann dementsprechend einfach immer so Wände hochklettern, ja. Jetzt muss ich mal gucken, da haben wir nochmal eine Katalogisierungsfahrt. Banner platziert, also da gibt es dann verschiedene... Ah, hier, genau, Kletterausrüstung erhalten und da könnt ihr quasi immer diese Achievements machen. Dann haben wir hier Drachenschuppen-Expedition, die höchsten Gipfel. Und dafür müssen wir 10 Flaggen platzieren. Es gibt, glaube ich, insgesamt mehr, sogar 20. Da braucht ihr eine gewisse Ruhmstufe bei der Drachenschuppen-Expedition. Und dann könnt ihr auf den hohen Gipfeln hier auf den kompletten Dracheninseln so Flaggen anklicken. Da gibt es auch Ruf für. Und was ich dafür empfehlen kann, ist das Add-on Handy Notes. Das zeigt euch die alle an. Oder ihr guckt mein Video, da bin ich auch quasi alle abgeflogen und zeigt das, ja, wo die ganzen Spots sind. Als nächstes haben wir dann Abenteurer der Küste des Erwachens. Und ja, das ist relativ selbsterklärend. Da müsst ihr einfach 10 von diesen besonderen Begegnungen, also den Rares, quasi umhauen. Es gibt, wie ihr seht, wirklich einige und da müsst ihr wirklich nur einen Bruchteil von machen. Dann haben wir noch gute Schüsse ohne Ende. Und für das müsst ihr einfach 100 gute Schüsse hinkriegen. Und zwar auch bei diesen Katalogisierungsfahrten. Ich glaube, einen guten Schuss kriegt ihr, indem ihr die Mobs komplett mittig trefft, meine ich. Also ich habe das einfach automatisch gekriegt. Wie das genau gewertet wird, wann es ein guter Schuss ist, weiß ich nicht. Aber das kam automatisch, wenn ihr ein paar von den Fahrten mitnimmt. Dann haben wir noch, wie sind die denn hierher gekommen? Und dafür müsst ihr einfach in den Kletterwänden 10 verlorene Vorräte einsammeln. Und ja, das ist relativ selbsterklärend, wenn ihr so eine World Quest mit Kletterwänden habt, könnt ihr dementsprechend so kleine Beutelchen aufsammeln und die ticken dann hoch. Soweit ich weiß, kann man das sogar auch beschleunigen, indem man in den Schlachtzug geht und immer wieder dieselben Sachen auch einsammeln. Da kann man dann noch mehrmals klicken, aber ihr braucht eh nur 10, also es geht relativ zügig.
Als nächstes haben wir noch gut versorgt. Und dafür müssen wir einfach die ganzen Skillpunkte bei dem Talentbaum hier hinten freischalten. Und da brauchen wir halt einfach diese Grundressourcen, ne? Also hier Vorräte der Dracheninseln. Und ich meine auch, du brauchtest einen gewissen Ruhm, um manche Sachen zu skillen. Bin mir da jetzt aber nicht mehr so hundertprozentig sicher, aber ihr müsst ja eh die Fraktion auf Max kriegen für das, andere Achievements. Und als letztes haben wir dann noch Schätze der Küste des Erwachens. Und hierfür müsst ihr einfach alle Schätze einmal finden. Auch dazu habe ich, wie eingangs erwähnt, schon ein Video gemacht. Beziehungsweise, was ihr natürlich auch nehmen könnt, ist Handy Notes. Das zeigt euch das auch noch schön auf der Map an. Und ja, damit haben wir dann auch das Meta-Achievement hier einmal durch. Gut, dann sind wir fertig mit dem kleinen Mount- bzw. Chiefen-Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.